Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda, Minish Cap. Im letzten Part sind wir hier im Palast des Windes angekommen und es ist jetzt so, ich könnte jetzt theoretisch aus dem Palast rausgehen und noch Nebenquests machen, da ich jetzt wieder von euch wunderbares Feedback bekommen habe, beziehungsweise ich auf alte Nebenquests hingewiesen wurde, die ich noch nicht gemacht habe. Aber ich finde das ziemlich blöd, jetzt im Dungeon einfach rauszugehen und Nebenquests zu machen. Deswegen werde ich den Dungeon erstmal beenden. Und wir waren im letzten Part hier bei diesem Rätsel stehen geblieben. Und ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Und zwar mit den Fernzünderbomben. Sowas Ähnliches hatten wir in Spirit Tracks schon mal. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Da musste man eine Bombe platzieren. Auf Zeit dann zu einer Stelle und dann innerhalb der Zeit rüberkommen. Aber mit den Fernzünderbomben ist es ja folgendermaßen. Man kann ja einfach das machen. Und ja, das sieht jetzt hier ein bisschen interessanter aus. Ich werde mir mal für den Fall der Fälle noch den Schild holen. Und ja, das ist ein Kampf. Und ach, Moment, die Dinger kenne ich doch. Die habe ich mal bei Zelda 1 gesehen. Ich habe mir ja früher mal ein Playthrough zu Zelda 1 angesehen. Und das sind doch diese komischen Magier. Zumindest sehen die so aus. Die sehen dem Ganzen sehr ähnlich. Ah, erst sind es zwei, dann sind es vier. Werden es etwa noch mehr? Och, bitte nicht. Komm her. Okay, sie machen einen Angriff, verpuffen dann. Okay. Das ist gut fürs Timing. Gut, dann haben wir den nächsten erledigt. Hier noch den Rubin einsammeln und... Mist, den haben wir übersehen. So, hier vorne. Verdammt. Ein Treffer noch. Gut. Und jetzt sind's... Oh Gott, es sind noch mehr. Und es ist einer direkt in mich gespawnt. Oh, shit. Gut, wir haben zwei auf einen Streich erledigt. Drei erledigt. Oh, oh, wir haben kaum noch Herzen. Ich werde schnell eine Fee spielen. Weil Game Over Screen will ich jetzt nicht unbedingt haben. Na, verdammt. Und? Okay, gut, wir haben es geschafft. Und was bekommen wir? Ist das etwa schon das Dungeon-Item? Oder ist es vielleicht ein Herzteil oder irgendwas anderes Tolles? Ah, mal sehen, was es ist. Und? Wir haben den Greifenmantel erhalten? Mit ihm kannst du fliegen. Je länger du den Knopf gedrückt hältst, desto weiter fliegst du. Ah, stimmt. An das Ding erinnere ich mich aus Four Swords Adventures. Okay, dann weiß ich auch in etwa, wie man mit dem Ding umzugehen hat. Und ah, so kommen wir auch auf die Wolken. Weil wir den Knopf halten und dann immer weiterfliegen können. Und das wird auch bei einigen Nebenquests sehr nützlich. Und, ah, nein, 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 hier ist Stachelzeugs, Stachelzeugs, Bumerang her. Ach so, das Ding ist runtergefallen. Okay, hier brauchen wir wieder den Greifenmantel. Oder auch nicht. Vielleicht. Nee. Achso, doch. Ah, das ist jetzt auch wieder so ein mieses Timing. Okay, okay, das haben wir schon mal geschafft. Und, hier ist was zum Vervielfältigen. Okay. Achso, muss ich mich hier vervielfältigen? Scheinbar ja. Hm. Muss ich mich hier wohl dreiteilen? Okay, dann versuchen wir das mal. So, was ist jetzt mit den Dingern? Ach, herrje. Ja, und was muss ich mit den Dingern jetzt machen? So, ich muss die mit dem... Ah. Okay, gut. Das kann ich mir merken. Wie soll das gehen? Ach so. Oh, okay. Dann brauche ich jetzt als nächstes den Schild. Die hier brauche ich nicht mehr. Gut, den ersten Stachel haben wir erledigt. Da ist der zweite. Und weg. Ah, und damit öffnen wir die Tür. Interessant. Und... Hä? Was ist denn das? Es weht ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegpusten. Ah, der weht in bestimmten Intervallen.
Und lasst mich raten, den Greifenmantel können wir im Falle eines Falles ebenfalls gebrauchen. Oh. Ach so, das ist ein Schutz vor dem Wind. Okay, gut. Wenn er das nächste Mal gepustet hat, springen wir wieder raus. Ah. Okay. Hierhin, dahin, da rein, da raus. Okay, erstmal begreifen, wie das Ganze funktioniert. Das ist, glaube ich, am besten. Okay. Hier haben wir jetzt keinen Schutz mehr vor dem Wind, außer halt diesen Ruinenfragmenten, beziehungsweise diesen Steinen hier. Gut, und hier haben wir jetzt etwas, das sehr lange pustet und etwas, das sehr kurz pustet. Nein, 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 lass mich da rein. In das Loch. Ich will nämlich sehen, was mich hier erwartet. Es sei denn... Ah, nee. Okay. Ich dachte, dass das vielleicht irgendwie ein Weg wäre, dass ich hier weiterkomme. War aber nicht so. Hier vielleicht auch? Nee. Okay, hier ist also eine Sackgasse, was auch immer mir dieser Ort bringt. Ja. Ich mach nur Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, Mann, Link, bist du blöd. So. Jetzt aber. Vielleicht sollte ich später nochmal hier hinkommen. War das vielleicht ein bisschen zu früh, hierher zu kommen? Ist das erst später im Dungeon wichtig oder so? Ah, aber ich sehe schon, ich komme hier nicht wieder raus. Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das heißt also, ich bin jetzt hier an dieser Stelle gefangen und komme nicht weiter, oder was? Scheinbar ja. Oh Gott, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht irgendwie festgebackt oder so. Das wäre natürlich richtig blöd. Ach Gott, der Wind schon wieder. Vielleicht hätte ich den mal irgendwie abstellen sollen. Oh, Mist. Das heißt, Moment. Vielleicht mit dem Wirbelstab, weil das ist ja hier so ein... So ein Loch halt. Und nein, ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, doch, gut. Ah, dann habe ich jetzt auch begriffen, wie ich weiterkomme. Super, und, was ist hier eigentlich mit den Gittern? Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt auch, was man mit den Gittern tun muss. Denen sind wir ja schon begegnet. Was ist denn, wenn man... Okay, so macht man das. Und. Okay, gut, dass ich nochmal aufgepasst habe. Gut, dass ich nochmal aufgepasst habe. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Ja, toll, kräftig draufspringen haben wir geschafft, aber. Ach so. Heißt das, ich muss genau unter dem Gitter stehen und dann... Ah, okay. Hehe, dieser Greifenmantel ist ja eine richtig geile Erfindung. Oh, fuck. Ja, mit dem Timing muss ich allerdings noch arbeiten. Sogar kräftig. Oh Mann, meine zweite Fee ist schon wieder hin. Das ist ja wohl... Ugh, kacke. So. Hier rein, aber hier hoch. Gut. Dann kommen wir hierher und... Ah, Krähen. Kommt mal hier, ihr Krähen. Gut, dann jetzt hier... Haben wir wieder so eine kleine Sprungsession. So. Und... Ah, hier haben wir eine neue Ebene. Und hier müssen wir uns wieder drei teilen, wie mir scheint. So. Abwarten, bis das Ding wiederkommt. So. Ah!
Mist. Okay, und hier am Ende ist ein Stein, den man zu dritt weiterschieben muss. Alles klar, aber erstmal hier die Herzen. Super, da kriegen wir sogar noch ein paar Herzen. Ah, oh Gott, was mache ich denn da schon wieder? Aber gut, dann wissen wir das schon mal. Wie das Rätsel funktioniert. So, wenn das Ding wieder da ist. So, jetzt. Vorne. Jetzt hierher, da hoch, hierher und schieben. 1, 2, 3. Gut. Bislang machen wir uns gar nicht so schlecht. Oh nein. Ah, ich werde wieder hinfallen. Okay. Lasst mich raten. Und alle, die ich hier verschiebe... Ja, sowas in der Art dachte ich mir. Ah, ich glaube aber auch, ich weiß, wie das geht. Ich muss mit dem Greifenmantel vorzeitig rüber. Und das Timing dann richtig passen. Oh, das ist fies. Und dann auch noch Viecher in der Zeit dabei haben. Oh, das ist ja absoluter Abfuck. Aber wir haben es zum Glück geschafft. So, jetzt. Jetzt hier hoch. Da schnell hingehen. Hier runter. Oh, ganz knapp noch geschafft. Und dann hierher und dann können wir nach dort. Und hier können wir wieder runter. Und hier müssen wir wieder als Minish agieren. Okay, ist hier denn auch irgendwo in der Nähe ein Portal? Nee, nicht wirklich. Schlüssel haben wir auch keine. Das läuft aber nicht sehr gut. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir hier agieren müssen. Wieder mit dem Wirbelstab. Also bislang habe ich einen guten Lauf. Das ist schon mal viel wert. Ah, Mist. Stachelwalze, Stachelwalze, Stachelwalze und rein da und hoch und gut. Ach, das ist jetzt wieder sowas. Mal sehen. Ich versuch's jetzt mal, ich bin mir aber unschlüssig, was ich da genau tun muss. Ah. Verdammt. Ach so, nee, es hat geklappt. Okay, das heißt, ich kann mich jetzt zu einem Minish machen. Aber bevor ich das tue, gehe ich mich mal hier oben umsehen. Aha. Okay, hier ist eine verschlossene Tür. Hm, die soll wohl auch noch verschlossen bleiben. Mal sehen, kann ich eigentlich mit dem Greifenmantel was machen, wenn ich ein Minish bin? Nee, nicht wirklich. Hm, aber Krüge müssen wir jetzt verschieben. Das ist ein Schieberätsel mit Krügen. Sowas hat man auch nicht alle Tage. So, aber das Rätsel ist eigentlich recht einfach. Ich habe es auf den ersten Blick gesehen, was ich tun muss. So. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich irgendwie an der Stachelwalze vorbei. Oh, das ist aber mies. So, gut. Geschafft haben wir es aber trotzdem. Das ist viel wert. So, dann hier lang. Und hier können wir uns wieder vergrößern. Super. Damit haben wir einen weiteren Teil vom Tempel des Windes erreicht. Gut, hier haben wir Pfeile. Apropos, kann man hier eigentlich mit den Pfeilen was erreichen? Ach so, im Übrigen, wegen der Pfeile. Ah, hier ist auch noch ein Schlüssel. Super. Ich habe mich ja ziemlich darüber, ich habe ja ziemlich darüber gelacht, wie ihr also, das meine ich jetzt nicht böse, ich habe ziemlich drüber gelacht, als ihr alle so gemeint habt, sie hat den Lichtbogen nicht, sie ist dran vorbeigelaufen, und ich habe ihn doch. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gefreut, weil alle gedacht haben, jetzt hat sie ihn nicht. Aber ich hatte ihn dann doch. So, was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Ich glaube nicht sonderlich viel, deswegen gehe ich hier wieder lang. Ah, Mist. Okay, hierhin, dahin. Gut.
Obwohl, vielleicht komme ich jetzt von außen an diese Tür ran. Ist das vielleicht der Sinn und Zweck dieses Schalters gewesen? Oh, Mann. Ja, mein Timing ist wirklich das Allerbeste mit dem Greifenmantel. Absolut fantastisch. Egal, gehen wir erstmal hierher. Ach so, weil wir ja jetzt einen Schlüssel haben. Oh, bin ich doof. Ja, manchmal muss man erst mit dem Zaunfall winken bei mir, bevor ich irgendwas ratze. Oder ralle. Oder kapiere. Und Knopf! Nein, nicht treffen lassen. Und irgendwie habe ich es geschafft, mich jetzt nicht treffen zu lassen. Gut. Gut, dann ein höher. So. Dann erstmal hier alle Skelettdinger besiegen und... Was macht ihr denn hier oben? Was macht ihr denn hier oben? Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Pegasus-Stiefel. Oh Gott. Ach, Herr Jemine. Ich habe hier schon wieder viel zu wenig Herzen. Oh, wie soll ich denn da nur den Boss besiegen? Das ist jetzt mal echt eine Frage. Was mache ich denn da mit dem Greifenmantel? Oh, shit! Nein, ich will jetzt nicht wirklich verrecken hier. Oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, spuckt ein Herz aus. Spuckt ein Herz aus, keine Rubine. Herzen! Gib mir Herzen! Bitte, nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt haben wir hier auch noch so eine Passage. Okay, die schalten immer im Wechsel. Oh Gott. Ich hab den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich werde gleich verrecken. Okay, ich glaube, ich bin jetzt gerade ein wenig zu aufgeregt, um diese haarsträubende Situation zu lösen. Deswegen werde ich hier jetzt den Part beenden. Ich werde mich ein wenig beruhigen. Und im nächsten Part machen wir den Dungeon weiter. Wenn wir nicht verrecken. Ich werde nicht verrecken. Ich gebe mir Mühe, nicht zu verrecken. Schlimmstenfalls haue ich ab und rette mich irgendwie. Keine Ahnung wie. Bis dann, Leute. Bye, bye.